Ardha Pavana Muktasana, die halbe windbefreiende Stellung, ist eine Variation des Krokodils, eine Übung, die im Rücken-Yoga eine wichtige Rolle spielt, eine Übung, die auch für den Bauch und für die Verdauung sehr wichtig ist. Ausgangsposition ist die Rückenlage und von hier beuge ein Knie, zum Beispiel das rechte, und ziehe dann das Knie zum Brustkorb hin. Das ist Ardha Pavana Muktasana. Pavana heißt übrigens Wind, Mukta heißt Befreiung. Eigentlich heißt es die Blähung vermindernde oder von Blähungen befreiende Stellung. Du kannst dabei auch den Kopf heben und den Kopf Richtung Knie hinbringen. Das ist eine Möglichkeit, oder du hältst den Kopf unten. Im alten Indien gab es keine Fenster und es ist auch bis heute warm. Und so gibt es einige Stellungen, die das Ziel haben, Blähungen zu entlassen. Im westlichen Kontext sprechen wir das seltener und sagen mehr, dass Ardha Pavana Muktasana die Lendenwirbelsäule lang zieht, dass sie die Hüftkreuzbeingelenke leicht dehnt und dass das eine sehr gute Massage für die Bauchorgane ist.